Hallo Freunde. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction heute, Freunde. Heute schauen wir uns einen kleinen Mashup an, und zwar einen Mega-Mashup von DJ From Mars. Sind zwei bekannte Dudes. Die haben auch schon mal in München aufgelegt, machen absolut geile Mucke, und ich habe jetzt diesen Mashup vor kurzem erst gesehen. Und ich muss sagen, Hut ab, richtig geil geworden. Ich habe mir den vorhin schon mal angehört. Geht 9 Minuten, also ein bisschen mehr als 9 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie viele Tracks sie da reingeballert haben. Auf jeden Fall ziemlich die bekanntesten Songs mit reingemischt. Wir schauen uns jetzt das Video zusammen an, und ja, ich werde ab und zu meinen Senf ein bisschen dazugeben. Let's go. Mal groß hier. Geil, Mann. Tomorrowland. ...2010 bis 2020, okay. Rattle, oder? Wie heißt der Song? Dum 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 dum. Oh, One. I feel so close to you right now. It's a force field. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Also die Übergänge sind halt schon mal richtig Zucker. Die gefallen mir mal richtig, richtig gut. Ihr müsst mal überlegen, wie viel Arbeit da drin steckt. Das heißt, ihr müsst erstmal die ganzen Songs finden, die ihr verwenden wollt. Dann müsst ihr schauen, welche Songs ich hintereinander abmischen kann. Das heißt, welchen Song packe ich als nächstes rein? Wie mache ich den Übergang? Und dazu haben sie noch ein Video gemacht. Also Videoclips aus den Tracks, aus dem offiziellen Video. Und also ich denke mal mindestens 2, 3, wenn nicht einen Monat Arbeit steckt da drin. Richtig geiler Übergang. Also wirklich, ohne Scheiß, man, da gehört schon Talent dazu, Freunde. Der Gott unter allen. Oh. Gänsehaut. Und jetzt der Drop. Boah. Bam, 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 bam. Richtig dunkel. Also den Track hätte ich gerne mal live gehört. Ich glaube, da scheppert alles weg. Also ohne Scheiß war der ja sowas von geil. Bam, 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 bam. Klassiker. Jetzt der geilste Drop überhaupt. Von dem hört man auch irgendwie gar nichts mehr von Skrillex. Ach ja, und D'Oro. Leute, kurze Story, ohne Scheiß. Das muss ich euch kurz erzählen. D'Oro ist ja so Panda A Funk, also ist, glaube ich, sein Plattenlabel.
Der macht richtig geile Beats, also gefallen mir richtig gut. Er hat mir letztens, ohne Scheiß, er hat mir letztens auf Instagram geschrieben. Er hat sich nämlich einen Mix von mir angehört, also von meinem anderen Kanal, und hat mir auf Instagram geschrieben, ich kann es euch mal kurz einblenden, wenn ich es finde. Ob ich ihm bitte den Track schicken kann, wie der denn heißt. Und ich dachte mir so, what? Was will so ein Superstar von mir eigentlich? Dann habe ich ihm den Song geschickt, er hat sich bedankt und hat ihn direkt auf seinem nächsten Gig abgespielt. Leute, ohne Scheiß, geilstes Gefühl ever. Der ist auch krank. Steve Aoki. Den Track kann ich nicht mehr hören. Oh, Vini Vici. Alter, Leute, dass der Beat mit Chainsmokers passt, ist schon heftig, Mann. Alter, der Beat ist immer absolut krank. Geil! War ein schöner Übergang, muss man sagen. Geil. Ja,
Oh, den kenne ich auch irgendwoher, den Track. Also Galantis darf natürlich auch nicht fehlen. Ganz klar, Freunde, sind auch absolut geile Produzenten, Mann. Bester Mann. Der Klassiker, Freunde, der Fischer, der muss natürlich auch mit rein. Aber ich finde seinen neuen Track noch ein Ticken geiler. Freak heißt der, glaube ich. Moment, Leute, den schauen wir uns kurz an. YouTube, Fischer. Fischer Freak. Come off and freaks come out. Boah, leck mich doch am Arsch. So, weiter geht's. Ist eh gleich vorbei. Alan Walker. Junge, das war's, Freunde. Krass. Also, ich muss sagen, mehr als gelungen auf jeden Fall. Kostenlos zum Runterladen, falls es jemand von euch interessiert. Tracklist haben sie jetzt nicht reingepackt, aber die haben es ja im Video immer hingeschrieben, von wem der Song ist. Und, ach, da unten hat es einer sogar hingeschrieben. Oh, da. Leute, schaut euch mal an, wie viele Tracks das waren. Allein ihr müsst erstmal die ganzen Tracks raussuchen, schauen, ob die passen und dann noch den Übergang hinbekommen von dem jeweiligen Track. Also, wie gesagt, es wird schon gut lang gedauert haben. Ja, ich packe euch den Link mal so rein, falls ihr das anhören wollt, ohne mein Geschwafel. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, ich verabschiede mich. Falls ihr irgendwie Videos habt, auf die ich reacten kann, reacten soll, gerne mir schicken oder einfach drunter schreiben unter dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video, Freunde. Haut rein. Bis dann. Ciao. Come off and freaks come out.